Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir eigentlich hin wollen, hin müssen. Was haben wir denn? Villa Romana. Dann fahren wir doch da mal hin. Fahren wir doch mal gucken. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge hier mal die Maschinen angeguckt, die es so gibt. Und gucken jetzt einfach mal, was die Leute so von uns wollen. Dass wir uns mal überall vorstellen und Quests machen können. Parken wir einfach mal direkt davor. Hallo, komm näher. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. So, was genau verkaufst du? Hauptsächlich Nahrungsmittel. Frische Lebensmittel aus unserer schönen Gegend. Pilze und Fisch. Ich kaufe auch an, also komm zu mir, wenn du welche hast. Okay. Wie läuft das Geschäft? Ehrlich gesagt könnte es besser laufen. Ich habe ein Stück Land, dieses Hotel und den Laden gekauft. Ich habe Touristen erwartet, sobald sie die Sprungschanze fertiggestellt haben. Viel Geld. Jetzt sieht es für mich aus, als würden sie die Schanze nie fertigstellen. Wie kommt das? Ich erinnere mich an 3 Firmen, die versucht haben, den Komplex fertigzustellen. Keine bekam eine Genehmigung. Das Bürgermeisteramt blockiert alles. Ich weiß nicht warum. Ich hätte das Hotel vor einem Jahr verkauft, aber natürlich wollte es niemand haben. Also handle ich jetzt mit Fischen und Pilzen und warte auf bessere Zeiten. Okay. Ich muss los. Bis bald. Gut. So, was haben wir denn sonst noch? Gucken wir mal. Wir haben hier Geschäftspartner. Achso, ich muss meinen Onkel auszahlen. Genau. Gipfel des Berges könnten wir machen. Da ist noch was. Mysteriöse Botanikerin. Dann fahren wir doch da mal hin. Da muss ich... Oh, hier ist eine Unterbrechung, also müssen wir da auf die Hauptstraße und dann rechts. Okay. Hauptstraße und dann rechts. Und dann nochmal irgendwo links. Kriegen wir hin. Hauptstraße. Und dann da vorne rechts abbiegen. Den direkten Weg können wir leider nicht. Oder den kürzesten Weg können wir leider nicht, weil da ist Straße weg, so wie das auf der Map aussieht. Und wenn ich mich aus der Early Access richtig erinnere, ist sie tatsächlich weg. Hier müssen wir noch weiter. Ich glaube, hier müssen wir dann abbiegen. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Machen wir uns mal mit der Gegend und den Leuten vertraut. Jawohl, da ist der Punkt. Oder der Stern. Ich mach das fast die ganze Zeit. Nun, ich denke, jemand muss es einfach machen. Was denn? Du weißt, dass er zu viel redet. Hallo, kann ich dir helfen? Nun ja, ich suche Lilly. Anscheinend ist sie eine Botanikerin, die hier wohnen soll. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Tatsächlich bin ich Lilly. Ah, und ich okay. Bin in der Tat Botanikerin. Und wer bist du? Du bist Lilly? Ich muss zugeben, als Tante Grace mich zu einer Kräuterkennerin schickte, erwartete ich jemand anderen.
Lass mich raten. Eine alte Hexe mit einer schwarzen Katze und einer alten Ziege? Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Überhaupt nicht. Wenn überhaupt, sollte es mir leid tun. Schön, dich kennenzulernen, Lily. Wie geht's dir? Lebst du hier ganz allein? Meine Tante Grace war etwas besorgt. Ja, das tue ich. Ich habe letztes Jahr meinen Abschluss in Botanik und Naturmedizin gemacht und bin wieder hierher gezogen, um bei meinem Vater zu leben. Leider ist er kurz darauf verstorben. Das tut mir sehr leid. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Das ist so lieb von dir. Ich bin eigentlich ziemlich beschäftigt. Ich mache Tränke, Kräuterelixiere, Naturkosmetik. Ich kann immer etwas Hilfe gebrauchen. Aber ich habe gerade erst mit dem Onlinehandel angefangen, daher blüht das Geschäft noch nicht gerade. Ich würde trotzdem gerne helfen, wo es geht. Ich erwarte nicht viel als Gegenleistung. Wenn es etwas gibt, bei dem ich dir helfen kann, frag einfach. Gut, okay. Für den Anfang brauche ich ein paar Pilze. Ich habe eine große Bestellung von einem nahegelegenen Hotel erhalten. Ich hatte aber noch keine Zeit, sie zu sammeln. Würdest du das bitte für mich tun? Das würde ich, aber ich weiß nichts über Pilze. Keine Sorge, ich kann dir beibringen, wie man Pilze sucht. Waldpilze sind die besten. Man muss nur die richtigen sammeln. Also, wirst du mir helfen? Klar. Mit Vergnügen. So, sammeln wir mal Pilze. Er kann es einfach nicht für sich behalten. Jetzt müssen wir mal Pilze sammeln. Hallo Wildschwein. Ein Pilz. Ist in dem dichten Gras sind ja natürlich eher schwer zu sehen. Kann man gucken. Sammelpilze für Lilly, genau, das wollen wir jetzt machen. 49 Pilze benötigen wir noch. Okay, das ist eine Ansage. Am ehesten finden wir wahrscheinlich Pilze im Wald, ne? Wenn es Waldpilze sind. Haben wir hier irgendwo Wald? Da ist was Waldähnliches, aber das ist, glaube ich, der Fluss, oder? Das stimmt. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Jeder hat schon davon gehört. Wovon denn? Ich kann mich nicht um alle kümmern. Das ist ganz schön dicht bewachsen hier. Da war doch gerade ein Pilz. Das war in der EA, in der Early Access noch nicht so. Oder, ne, da wird irgendwo anders gesucht, aber. Wir müssen mehr Wald haben. Wo weniger Bewuchs auch ist. Tolles Geheimnis. Das weiß doch jeder. Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Dass das jeder weiß. So, das sieht da eher nach. Vielleicht zumindest ein bisschen Wald aus. Da ist Wald. Hallo Schafis. So, 48 brauchen wir noch. Das ist schon eine Ansage. Ist der Waldboden auch so dicht? Das war in der Early Access definitiv noch nicht. Ne, kaufen will ich das Grundstück gerade nicht. Wenn, dann kaufe ich da welche in meiner direkten Nähe. Aber doch nicht so weit weg. Boah, das ist echt
echt nicht so einfach mit dem Bewuchs hier. Das war in der Early Access nicht. Das war da das Pilze sammeln deutlich einfacher. Jetzt dachte ich, das wäre ein Pilz. Das ist so ein Baumstumpf. Okay. Scheint doch nicht irgendwie so ein Fokusblick oder wie auch immer das heißt zu geben. Also wo quasi sowas wie Pilz und sowas dann hervorhebt. Puh, sie muss sagen, da hätten sie ein paar weniger als 50 machen dürfen. Ich fand das damals schon viel, wo man die noch gut sehen konnte, aber jetzt... Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Beziehungsweise mal so ein Fleck, ey, wo mal 10, 15, 20 Pilze beieinander stehen. Aber gibt's da wirklich nichts? Steuerung? Vorwärts, links, rechts, springen, reparieren, Ingenieuransicht, Arbeitsmenü, Lichter, Kameraposition. Ne, gibt's nichts. Ich dachte, vielleicht hätte ich irgendwie eine Taste übersehen, aber... Gefühlt laufe ich dazu noch die ganze Zeit irgendwie im Kreis. In Real vielleicht auch. Siebenundvierzig Pilze noch. Wow. Aber wir kommen nicht drum rum. Quest müssen wir machen. Weil aus der kommen noch wieder die ein oder andere Folgequest. Das weiß ich zufällig. Deswegen müssen wir so machen. Wird nur eine Weile dauern. Jetzt müssen wir nämlich suchen. Suchen und finden. Es ist schön kahl, aber hilft uns nicht unbedingt weiter, wenn da zwar ist da zwar kahl ist, aber dort keine Pilze wachsen. Da ist einer. Einer? Ist hier auch noch irgendwo? Da war noch einer, habe ich gesehen. Zwei, drei, so gefällt mir das. Ja, drei waren es anscheinend. Vier. Bald haben wir die ersten 10. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das erste Fünftel hätten wir dann. Da ist noch einer. Stein.
Da ist noch ein Pilz. 40, die ersten 10 haben wir. Halleluja. Noch ein paar solcher Fleckchen, das wäre gut. Da war, glaube ich, einer, oder? Ja, richtig gesehen. 39. Tadam, tadam, tadam. Such den Pilz. Oder die Pilze. Gefühlt hat man, läuft man immer an Hunderten vorbei, aber wahrscheinlich ist das gar nicht mal unbedingt so der Fall. Ich glaube, so arg viele gibt es da halt auch einfach gar nicht auf den jeweiligen Plätzen. Gehen wir nochmal in den Wald zurück. Tüdelü, tüdelü. Tja, das war mal ein kurzer aufflackernder Moment. Wo man dachte, es geht mal vorwärts. Und schon ist wieder vorbei. Die sind aber auch schwer zu finden. Die sind richtig schwer zu finden. Nee, kaufen will ich das Waldstück nicht. Ich will nur die Pilze haben, die hier vielleicht wachsen. Betonung nicht auf vielleicht wachsen. Wenn wir uns was weiter wegbewegen, ist das nicht schlimm, weil ins Auto können wir uns immer reinbeamen. Praktischerweise. Keine Pilze auf dem Weg, schade. Also die Stellen, wo weniger wächst, da dürften ruhig Pilze wachsen. Da sieht man sie nämlich zumindest. Aber Spiel sagt nein.
Leider. Ja, die Folge ist dann jetzt auch um. Dann würde ich sagen, ich suche mal offscreen ein bisschen weiter, weil das ist ja nun wirklich nicht das Spannendste. Mir fällt da ehrlich gesagt auch nicht viel ein, was ich da groß erzählen soll. Deswegen suche ich mal offscreen weiter und wir sehen uns dann wieder, wenn ich zumindest die meisten Pilze habe. Bis, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid dann auch wieder dabei in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.